Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 11, wird gesagt: Und als diese hörten, dass er lebe und sei erschienen, glaubten sie es nicht. Also im Klartext, die Jünger haben gehört, dass Jesus leben würde und Maria erschienen ist. Von wem? Von Maria. Aber sie glaubten es Maria nicht. Im Matthäus-Evangelium heißt es im 12. Kapitel, Vers 38, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Also mit Zeichen ist hier ein Wunder gemeint. Die Juden wollten ein Wunder sehen. All die guten Taten und das beispielhafte Leben Jesu a.s. hatte sie nicht überzeugt und sie baten darauf, ein Wunder sehen zu wollen. Und was antwortet Jesus darauf? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 39 bis 40 lesen wir: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Um das Zeichen Jonas a.s. zu verstehen, hat eine Person kein Gelehrter zu sein oder ein Doktor in Theologie. Dafür reicht auch schon ein gesunder Menschenverstand, denn das Wunder des Jonas ist unter Christen, Juden und Muslimen wohl bekannt. Jedenfalls ist es so, dass Allah Ta'ala Jonas a.s. darum bittet, zu den Nineviten nach Ninive zu gehen, das im heutigen Irak liegt, und ihm die Botschaft zu überbringen. Doch Jonas a.s. erwidert: Diese Nineviten, sie sind so sündhaft, wie sollten sie die Botschaft hören? Also Jona denkt, dass sie sich nur über ihn lustig machen werden und es nur Zeitverschwendung wäre. Also geht er nach Jaffa und von dort aus besteigt er ein Schiff nach Tarsis. Gott entfacht dabei einen gewaltigen Sturm, durch den das Schiff in Seenot gerät. Durch das Los wird Jona als Verantwortlicher entlarvt und von den Seeleuten ins Meer geworfen. Im Meer wird er dann von einem großen Wal verschluckt. Und Jona betet vom Bauch des Wals aus zu Allah. ذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Jona bleibt für 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Wals und wird dann wieder an Land ausgespien. Was ist nun das Zeichen Jonas? Jesus sagt: Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und jetzt muss eine wichtige Frage gestellt werden. Als Jona über Bord geworfen wurde, war er lebendig oder tot? Er war lebendig. Als der Wal ihn verschluckt hat, war er lebendig oder tot? Er war lebendig. Er betet vom Bauch des Wals aus zu Allah. War er lebendig oder war er tot? Er war natürlich lebendig. Jona bleibt 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Wals. War er da lebendig oder war er da tot? Er war natürlich wieder lebendig. Er wird wieder an Land ausgespien. War er da lebendig oder tot? Er war lebendig. Lebendig, 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 lebendig. Wenn eine Person in ein stürmisches Meer geworfen wird, ist ihr Tod die einzig logische, daraus resultierende Folge. Wenn diese Person stirbt, dann ist das kein Wunder. Wenn sie aber überlebt, dann ist es ein Wunder. Stellt euch vor, ihr werdet von einem Wal verschluckt. Das könnt ihr nicht überleben. Aber Jona hat es überlebt. Stellt euch vor, ihr seid 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch eines Wals, bei der übertriebenen Hitze, umgeben von ätzender Magensäure und der allseits bedrohlichen Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Das kann niemand überleben, aber Jona hat es überlebt. Man kann von mir aus alles hineininterpretieren, was einem einfällt, aber im Endeffekt bleibt das ein glasklares Wunder. Deswegen betont Jesus a.s. einmal mehr: Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wenn wir nun unsere christlichen Brüder und Schwestern fragen: Wie war denn Jesus nach eurer Auffassung im Grabe? War er lebendig oder war er tot? Dann würden sie alle sagen, er war tot. Und jetzt frage ich sie: Jona war am Leben. Und Jesus soll tot gewesen sein? War Jesus denn wie Jona? Oder war er nicht wie Jona? Und sie sagen, er war nicht wie Jona, denn er war tot. Ja, dann müssen sie aber auch einsehen, dass es keinen Sinn ergibt, da Jesus sonst die Prophezeiung nicht erfüllen würde. Denn er sagte ganz klar: Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona.
Damit die Prophezeiung Jesu a.s. erfüllt werden kann, muss Jesus wie Jona lebendig sein. Wenn man also sagt, dass er in diesem Zusammenhang tot ist, dann bezichtigt man Jesus a.s. der Lüge. Harscher, wir würden so etwas nicht wagen. Denn alles, was Jesus gesagt hat, war die pure Wahrheit. Also, damit die Prophezeiung Jesu a.s. erfüllt werden kann, muss Jesus wie Jona lebendig sein. Und er war es auch. Denn wie zuvor bereits festgestellt werden konnte, muss aus der Kreuzigung einer Person ihr Tod resultieren, das ansonsten keine Kreuzigung wäre. Jetzt könnten einige Personen meinen, dass der Hauptteil des Zeichens Jonas nicht aus Leben oder Tod, sondern aus dem Zeitfaktor bestünde. Also 3 Tage und 3 Nächte, wie Jona im Bauch des Wales war, so soll auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die 3 wird 4-mal erwähnt. Also nehmen diese Leute an, dass das Hauptmerkmal hier auf die Zahl 3 gerichtet werden müsste. Dann fragen wir diese Leute, was ist denn so einzigartig an der Zahl 3, bitteschön? Wenn ich sage, ich brauche 3 Tage und 3 Nächte, um Delhi zu erreichen, dann ist das kein Wunder. Aber einige Christen waren trotzdem krankhaft auf den Zeitfaktor. Also wollen wir sehen, ob Jesus a.s. nach ihrer Auffassung den Zeitfaktor erfüllt. Also fragen wir die Christen, wann wurde Jesus gekreuzigt? Kein Problem für die Christen. Sie schnappen sich die Bibel und sagen, an einem guten Freitag. Dann fragen wir, was ist so gut an dem Freitag? Der Christ sagt, Jesus starb für unsere Sünden. Deswegen ist es ein guter Freitag. Und wenn wir lesen, dass der Strafprozess in großer Eile vollzogen wurde, dass man also in großer Eile war, Jesus a.s. zu kreuzigen, dass man in großer Eile war, ihn vom Kreuz runterzuholen, und wie viele Pastoren auch sagen, dass niemand über Nacht am Kreuz hängen kann an einem Sabbat, nach dem 5. Buch Mose, wo es heißt, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben. Also waren sie in großer Eile, ihn vom Kreuz runterzuholen und ihn zu waschen. Dabei war es spät am Abend. Und nach dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 1, war es der erste Tag der Woche, also ein Sonntagmorgen, an dem das Grab durch Maria Magdalena leer aufgefunden wurde. Man hat also angenommen, dass sich Jesus Freitagnacht noch im Grab befinden würde. Warum angenommenerweise? Weil die Bibel nicht sagt, wann Jesus a.s. das Grab verlassen hatte. Vielleicht hat er das Grab Freitagnacht verlassen oder Samstagmorgen. Man könnte sogar sagen, dass Jesus a.s. das Grab spätestens sehr früh am Sonntagmorgen verlassen haben könnte, bevor Maria kommen und das Grab leer auffinden würde. Jesus war also angenommenerweise Freitagnacht im Grab, angenommenerweise Samstag tagsüber im Grab und wieder angenommenerweise Samstagnacht. Und Sonntagmorgen war das Grab auch schon leer. Daraus würde resultieren, dass Jesus a.s. für 2 Nächte und 1 Tag anwesend war. Aber damit die Prophezeiung erfüllt werden kann, müssen es 3 Tage und 3 Nächte sein. Denn Jesus a.s. sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Aber Jesus a.s. war nur 2 Nächte und 1 Tag anwesend. Also sind 3 Tage und 3 Nächte dasselbe wie 1 Tag und 2 Nächte? Natürlich nicht. Also wäre der Zeitfaktor hundertprozentig nicht erfüllt. Die Wahrheit ist, dass Jesus a.s. lebendig war. Denn eine Person, die gekreuzigt wird, muss doch am Kreuz sterben. Denn sonst wäre es keine Kreuzigung. Wenn Jesus also am Leben war, dann gab es keine Kreuzigung und keine Auferstehung. Jesus wurde am Kreuz angebracht und auch relativ schnell wieder runtergenommen. Er war für 3 Stunden am Kreuz und es ist schwer für eine Person, in 3 Stunden am Kreuz zu sterben. Also war er lebendig. Und ich sollte hierbei vielleicht noch erwähnen, dass über das Verfahren bei Jesu a.s. Kreuzigung der älteste und authentischste Passionsbericht, nämlich das Markus-Evangelium, weder über ein Annageln noch über äußere Verletzungen Jesu a.s. berichtet. Die liturgische Wendung, sein Blut vergossen, haftet an der Abendmahlsüberlieferung und lässt nicht unbedingt auf einen blutigen Hinrichtungsvorgang schließen. Mit anderen Worten sagt das älteste Evangelium nach Markus, welches 70 nach Christus geschrieben wurde, weder dass Jesus a.s. ans Kreuz genagelt wurde, noch dass er äußere Verletzungen erlitten hatte. Das ist sehr interessant und unterstützt die Message dieses Videos sehr stark.